glaube, die Brücke können wir nicht so einfach sprengen. Es erfordert vielleicht einen anderen Weg. Aber da hinten leuchtet was. Vielleicht eine Notiz. Gespeichert. Ich und zwei andere werden in den alten verlassenen Minen Unterschlupf suchen und uns vor dem Wesen verstecken. Es muss wieder die Schuld der Auserwählten sein. Wir können nicht mehr auf diese Art und Weise leben. Jedes Mal müssen wir für deren Neugier zahlen. In den letzten Tagen waren sie sehr aufgeregt, wahrscheinlich weil sie irgendwann eine große Entdeckung gemacht haben. Sie haben uns natürlich nichts gesagt, aber ich habe gesehen, dass einer von ihnen ein Tagebuch schreibt. Ich fertige Kopien seiner Schlüssel an, um in sein Haus zu kommen, aber wir verstecken uns in der Mine, bis das Monster weg ist. Es könnte jemand in der Mine sein. Vielleicht könnten sie mir helfen. Frage ist, wie kommen wir da hin? Oh, wir können natürlich auch da hochgehen. Ich meine, wir müssen wahrscheinlich eh da hochgehen, weil wir eine Leiter finden müssen oder so. Wir können nicht einfach da ein paar Fässer in die Schlucht rollen. Obwohl, er ist Wasser. Wir können mit dem Fass ins Wasser springen. Und dann wegschwimmen. So weit kann ich nicht springen. Ich muss etwas finden, um über die Spalte zu kommen. Ja, der Fluss ist keine Lösung. Der Fluss ist keine Lösung. Ich schätze, wir müssen hier hoch. Ein weiterer Schrein. Ach, hör mal, der ist mir doch sympathisch, du. Den will ich unbedingt treffen hier. Den will ich unbedingt treffen. Vielleicht lebt er hier. Der schwarze Mann. Sobald ihr was hört, muss ich mein Licht ausmachen, ne? Wisst ihr Bescheid. Oh oh, zwei Wege. Aber ich glaube, wir können hier nur rausgucken. Oh, ein Boot, wir können abhauen. Das ist unser Ticket hier raus. Das ist unser Ticket hier raus. Wenn wir denn überhaupt so weit kommen. Okay. Ist natürlich auch eine Alternative, um auf die andere Seite zu kommen. Einfach mit dem Boot. Die Bäume sehen immer aus, als ob sie Gesichter hätten. Ja, da war nichts. Da hinten brennt doch was. Da brennt sehr viel. Ist das ein Weg? Ich will nicht näher. Fuck! Okay, es darf uns nicht erwischen. Ich hab's nicht gesehen. Hätten wir vielleicht abhauen müssen? Da ist so eine Art Tempel. Hey, die Kugel! Die Kugel, so eine Kugel, wo... Wie wir hierher gekommen sind. Wo ist das Monster jetzt? Ruin, Mine, Stadt. Lassen. Oh fuck! Was müssen wir hier machen? Erstmal das Licht aus. Ich sehe aber auch nichts, das ist das Problem. Ich sehe kein Monster hier. Definitiv. Vielleicht müssen wir weglaufen. Zurücklaufen. Ja,
Ich laufe jetzt einfach mal zurück. Vielleicht müssen wir doch in das Boot. War vielleicht nicht schlau, hierher zu gehen. Okay. Oh, okay. Da kommen wir nicht her. Vielleicht müssen wir doch uns an dem Wald vorbeischleichen. Vielleicht müssen wir einfach hier hoch. Oh fuck. Wir laufen jetzt einfach den Weg runter und hoffen, dass es irgendwann weg ist. Und uns vorher nicht erwischt. Und zwar hier lang. Town. Town klingt doch super. Verschlossen. Das kann doch nicht richtig sein. Mit dem richtigen Schlüssel könnte ich da rein. Okay, das... Wir wurden jetzt also hierhin gejagt. Okay. Das ist so riesig hier. Was war das? Was war das für ein Tempel? Oh, guck mal hier. Der wäre jetzt vielleicht bei dem Boot. Hier ist definitiv ein Boot. Nichts zu machen, der Motor springt nicht an. Wenn ich Treibstoff besorgen könnte, könnte das Boot zum Überqueren des Sees benutzen. Auch wenn es nicht gerade stabil aussieht. Okay, das ist ja wie in Friday the 13th hier. Vielleicht ist in dem alten Tracker hier noch irgendwie... Dieser Traktor funktioniert nicht mehr, aber vielleicht ist noch Treibstoff mit haben. Ich muss etwas finden, um den Treibstoff abzufangen. Okay, sind meine eigenen Spuren im Matsch. Vielleicht so eine Art Kanister. Kanister. Mit dem richtigen Schlüssel könnte ich die Tür öffnen. Okay, ich muss also einen Schlüssel finden. Keine Möglichkeit, sie zu öffnen. Scheiße, das ist auch nicht mehr das, was es mal war. Ich frage mich gerade, wo dieser riesige Tempel war. Okay, ich bleibe erstmal hier, denn ich glaube, hier sind wir einigermaßen sicher. Das Viech ist zumindest nicht bis hierhin gekommen. Okay, wo könnte der Schlüssel dafür sein? Verschiedene Wege. Vielleicht steckt er noch im Traktor. Das wäre eine Möglichkeit. Nee, aber zu wahrscheinlich. Okay. Ich glaube, hier haben wir keine Möglichkeit weiter zu... Das Kabel? Tja, was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt da links her? Gehen wir da rechts her? Ich glaube, wir gucken mal hier. Einfach um die Orientierung wieder zu finden, aber ich glaube, da ging es dann nur zum Tempel. Dieses gut beleuchtete Haus da hinten. Ich mach mal meine Lampe aus. Und ich sollte vielleicht ein bisschen sparsam umgehen. Gehen wir mal diesen Weg lang. Das ist anscheinend der Tempel des Cthulhu oder was auch immer. Der schleicht hier irgendwo rum. Wir müssen wahrscheinlich in dieses Ding rein. Das wird das Ziel des Spiels sein. Oder nicht? Ich hoffe, wir können schnell genug davonrennen. Oh, eine Brücke!
Brücke ist eingestürzt. Ich muss einen anderen Weg suchen. Oh. Kann man sich vor dem Viech verstecken? Da ist eine Hütte, ein Haus oder ein Holzbrett. Holzbrett! Ich habe ein Holzbrett. Zugesperrt. Das Gebäude scheint schon lange verlassen zu sein. Mit dem Holzbrett müssten wir doch eigentlich über die Brücke kommen. Das Viech ist aber auch überall. Die Musik ist ein bisschen nervig. Aber mal davon abgesehen, ist es sehr spannend, finde ich. Ich denke mal, einen Schlüssel für die eine Hütte werde ich nicht finden. Genauso wenig werden wir kein Benzin finden. Ich komme mal besser durch, wenn wir uns hinknien. Ich will wissen, was hier in diesem Tempel ist. Ob man hier irgendwas machen kann. Okay, ich will's doch nicht wissen. Ich hab... Aua! Nein! Wie hat mich der so schnell erwischt? Okay, wir haben zum Glück hier einen Checkpoint. Dann können wir nochmal eben zur Brücke gehen und gucken, ob wir mit dem Brett was machen können, aber ich glaube nicht. Ich glaube, es hat sich ausgebrettet. Okay, ich bin mir sicher, das Brett ist für die andere Brücke, um in die Minen zu kommen, weil das ist unser direkter Weg. Das ist einfach nur, damit wir hier die Gefahr lernen sollen. Kennenlernen sollen. Und lernen sollen, dass wir uns nicht dagegen wehren können. Ich dachte erst, da oben hängt ein Zettel. Ist aber nicht. Ruinen. Das Problem ist, man sieht nichts, man hört es immer nur und dann ist schon zu spät. Siehst du? Oh! Ich bin direkt reingelaufen. Ich bin direkt reingelaufen. Wie komme ich denn wieder zurück? Wie komme ich denn wieder zurück? Wir können versuchen, außen rum zu laufen. Vielleicht laufen wir ihm dann nicht direkt in die Arme, so wie gerade. Das wäre auch nur eine Möglichkeit. Ich gehe mal im Wald gucken. Ich sollte meine Puste auf jeden Fall sparen. Vielleicht können wir aber auch durch die Stadt wieder zurück in die Ruinen. Wir gehen mal zuerst in die Stadt. Wir machen noch einen Spitzensportler aus uns. Da runter die Stücke da weg. Okay. Jetzt haben wir die ganze Zeit eine Latte in der Hose und können nichts damit anfangen. Verdammt. Vielleicht können wir auch mit der Latte irgendwo da hoch. In das Haus. Das Dach oder so. Wir brauchen gleich erstmal ein Glas Wasser. Tja. Also hier ist nur das Boot. Die Ruinen, der Steg. Und sehe ich hier auch nichts. Und da kommen wir nicht rein. Wir finden bestimmt einen Schlüssel in den Minen von einem. Okay, pass auf, wir gehen jetzt hier durch den Wald. Hoffen einfach mal, dass das Viech uns hier nicht erwischt. So weit weg vom Tempel wie möglich. Ist ihm auch egal.
Na lauf doch! Ach komm schon! Okay. Oh, Glück gehabt. Endlich hat mal was funktioniert. Wo können wir denn hier lang? Den Weg habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, da ist das Boot wieder. Da kommen wir auch nicht hin. Keine Möglichkeit bisher. Okay, ich glaube, wir können nur mit der Latte in unserer Hose nur eine Sache machen. Und zwar die Brücke überqueren. Gut, wir haben einen Journal-Eintrag. Sehr schön. Die Kreatur. Ich bin einer grauenvollen Kreatur begegnet. Konnte aber wie durch ein Wunder fliehen. Doch was zum Teufel war das? Es ähnelt keinem mir bekannten Lebewesen. Es kann sich scheinbar unsichtbar machen oder auf andere Art einfach verschwinden. Ich habe Angst, dass es jeden Moment hinter mir auftauchen könnte. Wenn ich überleben will, muss ich auf alles Verdächtige achten. Sei es Bewegung oder Geräusche. Bis jetzt ist mir keine Menschenseele begegnet. Wer kann mir helfen? Aber vielleicht ist es doch besser so. Anscheinend stehen die Auserwählten in direktem Zusammenhang mit all dem, was mir zugestoßen ist. Im Besonderen mit der Kugel, die mich hierher gebracht hat. Ich darf nicht von diesen Individuen sehen lassen. Soweit ich das bis jetzt verstanden habe, ist der Rest der Bevölkerung gegen sie und könnte mir helfen. Vielleicht lebt ja noch jemand in der Mine. Okay, so können wir hin und her schalten im Journal. Jetzt versuchen wir erstmal hier die Latte. Eine Latte zu verlegen. Na also. Oh, das war knapp. Okay. Habe ich mein Licht an? Ich hab's an. Schlucken. Ich hoffe, hier liegt nicht noch ein Stromkabel rum. Oder irgendwas anderes ist in dieser Mine. Etwas, was nicht menschlich ist. Eine gelbe Markierung. Was möchte sie uns sagen? Ah ne, da hinten ist auch eine. Vielleicht weist sie uns den Ausgang. Ratten! Das waren fürchterliche Schreie, ich muss aufpassen. Dieser Ort ist gefährlich. Ach was. Damit hatte ich jetzt so gar nicht gerechnet. Hier ist nichts Nützliches. Das ist ein Psychotrick. Da ist bestimmt noch was drin, was ich gebrauchen kann. Denn da steht, hier ist nichts Nützliches. Oh, guck mal. Okay, hier ist nichts Nützliches. Ich hoffe sehr, dass hier nicht wieder so eine Kreatur rumlauert. Große Fässer, kleine Fässer, hier ist nichts Nützliches. Hoffentlich müssen wir mal irgendwas nichts Nützliches finden. Dann hätte ich da eine Menge von. Das ist sehr groß. Vielleicht lösche ich besser mein Licht. Ist er gerade jetzt ausgegangen da hinten? Oh, wir sind wieder draußen oder so. Es ist so eine unterirdische... Hier wächst auf jeden Fall was. Ein Wasserfall. Das sind Türen, wie es aussieht. Ne, das ist erstmal nur ein Licht. Auch nur ein Licht. Hey! Mushrooms! Ah, hier ist nichts Nützliches. Nein. Hier auch nicht.
Warum kann man hier hochgehen, wenn hier nichts ist? Habe ich was übersehen? Ah, da geht's doch weiter. Okay, da geht's weiter. Huch. Mensch, was hast du da hingebaut? Ich wollte nochmal eben hier gucken. Hier sind wieder diese Pilze. Die Anlehnung an Infra ist wirklich bemerkenswert. Machen wir da oben? Ich weiß, mein Drang, überall hinzugehen, kann mich manchmal nervig sein, aber manchmal erschließen sich dann auch wunderbare Dinge hier irgendwo. Nur diesmal nicht. Na gut, oh, ich runterfallen. Da war auch noch was. Eine Kiste voll nichts Nützlichem. Oh, da kann man auch her. Okay, sollen wir jetzt links rum, rechts rum? Links rum, rechts rum? Können wir vielleicht hier noch runter irgendwie? Fallen auch immer Steine runter. Fall nicht hinein, das wird böse enden. Okay, hören wir diesmal auf dich. Okay, da hinten sah es aber ein bisschen freundlicher aus, auf der anderen Seite. Wobei ich wieder vermute, man kommt eh an derselben Stelle raus. Man wird eh wieder an derselben Stelle rauskommen. Ja gut, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weitergehen, mache ich eine kurze Aufnahmepause. Und wenn euch das Spiel gefallen hat, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare, damit ich weiß, ob ich es weiterspielen soll. Ah, ich glaube, ich spiele sowieso weiter, aber ich würde mich trotzdem freuen, ein oder zwei Meinungen von euch zu hören, und könnt mir auch gerne eine Bewertung da lassen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Teil wieder von The Land of Pain. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, Leute. Ciao.